Der Erleuchtungsprozess reinigt unser Lichtenergiefeld, indem wir Prägungen für Krankheiten daraus entfernen. Wenn das Feld gereinigt ist, dann erzeugst du einen Gesundheitszustand anstatt Leiden. Denk daran, dass das Lichtenergiefeld eine Matrix ist. Darin sind Erbinformationen deiner Herkunftsfamilie gespeichert, zum Beispiel die Art deines Lebens, Alterns, Leidens und Sterbens. Sobald wir unser Feld von diesen Prägungen gereinigt haben, können wir unsere Bestimmung leben. Der Erleuchtungsprozess also entfernt bösartige Energien und Prägungen aus unserem Feld und ersetzt sie durch Licht. Diese Technik ist sehr einfach zu erlernen. Die alten Schamanen fanden heraus, dass sie ihr Virkacha, das heißt der heilige Raum, das achte Chakra, öffnen und ihren Körper damit umschließen können. Das achte Chakra ist bekannt als Virkacha oder auch die Quelle des Heiligen. Wenn die Schamanen sich mit dem achten Chakra umhüllten, betraten sie eine Dimension außerhalb von Raum und Zeit. Sie würden dann ihre Klienten an Vertiefungspunkten am Hinterkopf behandeln. Und damit verhilft man den Klienten, einen profunden Bewusstseins- und Entspannungszustand zu erreichen. Diese Punkte sind in der Akupunktur als himmlische Tore bekannt. Sie befinden sich etwa 2 Zentimeter von der Mittellinie des Hinterkopfes entfernt. Direkt unter dem Hinterhauptbein, an der Verbindung zwischen Schädelbasis und Halsmuskulatur. Und du lässt das Gewicht des Kopfes am besten auf 2 Fingern ruhen und ihr synchronisiert eure Atmung. Und gleichzeitig ummantelst du denjenigen komplett mit deiner Virkacha. Der Ablauf ist folgendermaßen. Zuerst umhüllst du dich mit der Virkacha, der Lichtkugel, und dann erweiterst du sie um den Partner. Und gleichzeitig hältst du die Vertiefungspunkte, bis der Heilungsprozess einsetzt, in Form eines tiefen Entspannungszustandes, der mit dir harmonisiert. Eure Herzfrequenz und die Schwingungen eurer Gehirnwellen synchronisieren sich miteinander. Und eure Herzrhythmen, die großen Trommler eurer Körper, synchronisieren sich ebenfalls miteinander. Und zu diesem Zeitpunkt kannst du dich mit einem Chakra verbinden und beginnen, es gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Dadurch befreit es sich von allen toxischen Energien, die darin gespeichert waren. Dann wirbelst du diese Energien heraus und drehst das Chakra weiter gegen den Uhrzeigersinn. Wirble die überflüssigen Energien in Richtung Erde und stell dir vor, dass die Chakren trichterförmig sind. Negative und toxische Energien können sich auf dem Boden des Trichters anstauen. Und du fängst an, das Chakra in die umgekehrte Richtung zu drehen. So wird das Chakra versuchen, diese Energien abzustoßen und du kannst einfach hinuntergreifen und sie aus dem Feld herausziehen. Und wenn du deine Arbeit abgeschlossen hast, dann ist das Chakra leer. Das Chakra wurde gereinigt und von diesen toxischen Energien befreit. Anschließend solltest du dieses Chakra mit dem Licht deiner strahlenden Sonne füllen. Und du füllst dieses Chakra mit Licht und überschreibst die Prägung im Feld damit.
Das Licht des achten Chakras ist die Energie der Schöpfung selbst. Hier befindet sich der Schöpfergeist deines Wesens. Und du greifst nach oben in dieses Licht des Schöpfergeistes und leitest die reine Energie in das betroffene Chakra des Partners. Die Energie verbreitet sich von dort aus durch den ganzen Körper und reprogrammiert ihn komplett. Und wenn jemand mit einem bestimmten Leiden zu dir kommt oder eine bestimmte Krankheit vielleicht in der Familie verbreitet ist, dann kannst du diese Prägung direkt aus dem Feld entfernen und es muss sich nicht mehr physisch manifestieren. Das Licht ist unser Heilmittel. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.